Geht schon. David filmt schon. Also, ich werd Dominik Stöckel aus folgendem Grund wählen. Ich kenne ihn jetzt schon seit 6 Jahren. Ich kenne kaum jemanden, der sich so für die Villa Blanca interessiert und in Szene setzt. Ganz besonders hat mir eine Geschichte vor ca. 2 Jahren gefallen. Da hat der Dominik Stöckel was ganz Unglaubliches geschafft. Also, ich muss kurz erklären, eine der Konkurrentinnen hat er erst gestern. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die ist wirklich... Ich hab's genau gesehen. Sie wurde mit was alles Also auf die Details verzichten wir jetzt bei der Gelegenheit. Was ich aber sagen will ist, es hat einen blinden Erstklässler gegeben vor 2 Jahren. Und der Stöckel hat einfach... Ich weiß nicht, wie er es möglich gemacht hat, aber er hat ihm sein Augenlicht zurückgegeben. Das ist der Grund, warum ich am Dominik Stöckel 6 Punkte geben werde bei der Schulsprecherwahl und den anderen 2 Kandidaten nicht mal 1 Punkt. Also das Feld für 5 Punkte bleibt frei, das Feld für 4 Punkte bleibt frei. 3, 2, 9, sowieso. Stöckel 6 Punkte. Go for President, ich liebe dich. Lobambo ist das Süßeste, was mir jemals passiert ist. Jetzt bist du dran noch. Blona, bitte. Ja, okay, ich kann auch eine Geschichte zum Stöckel sagen, weil das, was er jetzt geleistet hat, vorgestern, also den Stratosflug vor der Weltatmosphäre, das war schon ein Wahnsinn. Ich meine, da sieht man richtig, was er für die Welt eigentlich ist. Vor allem den Rekord, was er... Ja, den Rekord. Und er hat den letzten Und er ist Rekord. Heute wieder an der Villa Blanca. Ja, und er ist heute wieder an der Villa Blanca. Autogrammstunde gibt es dann später. Aber wenn er Schulsprecher wäre, dann so springt er vor der Villa Blanca auch noch runter und das wollen wir ja alle. Alexander ist dran. Also Alexander, warum wählst du den Dominik Stöckel mit 6 Punkten und den anderen 2 gibst du gar nichts? Ganz einfach, weil die anderen 2 keine Ahnung haben, wie es auf der Villa Blanca läuft. Der Dominik Stöckel wird sich dafür einsetzen, dass wir endlich eine Raucherklasse kriegen. Raucherklasse? Super, Alex. Dass wir einen überdachten Raucherbereich kriegen, mit Wärmelampen etc., alles drum und dran und dass wir die Parkgarage ab nächstem Jahr umsonst kriegen. Und dass er die Wirtschaftskrise wieder in den Griff kriegt. Nils, bitte, ein paar wenige Worte über Dominik Stöckel. Also ein paar Worte über Dominik Stöckel. Er ist nicht nur ein sehr guter Schüler, sondern auch ein sehr guter Freund. Er setzt sich immer für die Schüler ein. Und vor allem Ernst Schroll kann da auch einiges dazu sagen. Film mal rüber. Das ist Ernst Schroll. Er war früher ein sehr hässliches Kind. Aber Dominik Stöckel hat ihm natürlich geholfen. Hat ihm auf diesem Weg geholfen. Und jetzt seht ihr euch an. Fuß zu fassen hier an der Villa Blanca. Und natürlich ist durch unseren Stöckel schon manches geschehen, was man nur als gut heißen kann. So, jetzt nochmal ein paar Worte vom Dominik. Ja. Also, super ist das. Wählt's mir alle. Und dann machen wir das, eine neue Ära an der Villa Blanca. Applaus!